Wenn der Rekordpokalsieger Frankfurt auf den Rekordmeister aus Potsdam trifft, sind enge Matches und guter Fußball fast garantiert. Vor dem Duell wurde aber erst einmal innegehalten. Große Trauer in Fußball-Deutschland über den Tod zweier ehemaliger Frankfurter Spielerinnen. Mit Heidi Mohr, Europas Fußballerin des Jahrhunderts, und Katharina Lindner, FFC-Doublesiegerin, sind zwei große Persönlichkeiten viel zu früh von uns gegangen. Die glorreiche Frankfurter Vergangenheit steht auch mit ihrem Namen eng in Verbindung, passend, dass es da heute gegen Potsdam, gegen den damals größten Titelkonkurrenten, ging. Und Potsdam in weißen Trikots mit dem ersten Freistoß. Frankfurts Coach hatte gewarnt vor den Standards und vor allem vor ihr hier. Rahel Kiewicz, 1,85 groß und hier gleich mit dem Kopf zur Stelle. Da waren gerade mal 12 Minuten rum und die Frankfurter gleich auf dem falschen Fuß erwischt. Und gerade mal 5 Minuten später die prompte Antwort. Priessen nach Freistoß vom Freigang und da ist der Ausgleich. Zweimal der ruhende Ball und zweimal ist es eine Innenverteidigerin, die knipst per Kopf. Und der Ausgleich nach gerade einmal einer Viertelstunde. Dann gab es eine ganz, ganz strittige Szene. Schiedsrichterin Laura Duske hatte hier auf Elfmeter entschieden. Hut auf Schwalm. Und dann soll es ein Handspiel sein von Laura Störzel. Hat auch die gelbe Karte dafür gesehen. Der Ball kommt aber von ihrem Körper an ihre Hand. Für mich kein Handelfmeter. Aber Felicitas Rauch war es egal. 26. Minute, das 2:1. Für die Turbine aus Potsdam. Dann war Halbzeit, auch unter den Augen von Manager und Investor von Frankfurt, Sigi Dietrich, der ja mit 20 Titeln in 20 Jahren für viel Erfolg in der glorreichen Zeit steht, sah hier eine enge erste Halbzeit. Und auch er hier, Nico Anautis, der Coach der Frankfurter, musste dann den Schluss dieser Partie zumindest von der Tribüne aus ansehen, hatte sich zu sehr beschwert über die Entscheidungen der Unparteiischen, aber seine Frankfurterinnen hatten die Gelegenheiten. Das ist Reutel und die Latte. Fast der Ausgleich durch die Schweizerin. Aber so blieb es bei der Führung für Potsdam. 2:1, sie auf Platz 3, wollen natürlich an den Champions League-Rängen dranbleiben. Da braucht man einen Sieg heute. Vielleicht hier die Entscheidung, so ist es. Vermeintlich die Entscheidung. Nach einer tollen Hereingabe von Hut und es ist Schwalm in der 69. mit der vermeintlichen Vorentscheidung, mit so wichtigen 3 Punkten für Potsdam. Aber Frankfurt wollte sich nicht so geschlagen geben. Langer Ball und Reuteler! Fast umgehend die Antwort des FFC Frankfurt mit dem 3:2 schnell ausgeführter Standard und schon war es geschehen. Eingewechselt wurde die Junioren, deutsche Nationalspielerin, sie hier, Shakira Martinez. 3 Minuten vor dem Ende mit der Riesenchance auf 3:3, das lässt sie sich nicht nehmen. Martinez, eiseskalt zum Ausgleich für Frankfurt. Behält er die Ruhe vor Lisa Schmitz und netzt ein. Am Ende wirklich eine tolle und umkämpfte Partie, die keinen Sieger findet. Dieses 3:3 war Werbung für den Frauenfußball. Heute